Ja, und damit herzlich willkommen zum vierten Spieltag von USGG Red Mars. Ich darf euch heute mal wieder begleiten. Die letzten zwei Spiele war das ja nicht möglich, weil ich leider spielen musste. Aber diesmal darf ich wieder streamen und auch nur streamen und muss nicht spielen, was sehr angenehm ist für mich. Ja, die Games, die ich gespielt habe, liefen jetzt nicht so gut, sagen wir mal nett, nicht? 1-3, wir können mal eben gucken, wie es overall lief, also wie jetzt aktuell der Stand ist. Wir spielen heute gegen Nemesis Squad. Schauen wir uns mal eben an. Sehen wir hier, also ist direkter Kampf. Beide stehen 2-4. Beide haben auch schon, glaube ich, gegen den Erstplatzierten gespielt. Yep. Gegen Milch ausgeronnen. Beide haben 2-0 verloren gegen die. Yep. Beide haben auch schon gegen Go Tank or Go Home gespielt. Red Mars hat 1-1 gespielt und Nemesis Squad hat sogar 2-0 gewonnen. Aber dafür dann 2-0 verloren gegen Escalation. Also 2-4. Also es geht jetzt um den direkten Kampf. So, ich muss nämlich eben einsortieren. Ja. Das heißt, es soll dann hoffentlich ein Match auf Augenhöhe sein. Wir können es auch gerne nochmal angucken. Die Elo der beiden Teams, das ist hier unser Team, ich glaube. Das sollten die meisten kennen. Wir sehen eigentlich, also. Ja, Average Platin würde ich sagen hier bei unserem Team. Ein Gold 2, dafür auch ein Dia 4. Average Platin, Platin 2 und so Platin 3 sind drin. Auf der anderen Seite haben wir im Full Platin Team auch ungefähr Platin 3 Niveau durchschnittlich. Also sollte es wohl hoffentlich ein ausgeglichenes Spiel werden. Und nicht zu einseitig. Ja. Ich warte aktuell darauf, dass sich die Teams sortieren und dass wir vielleicht in die Champs League gehen können. Ich habe absolut keine Erwartung, was Draft angeht. Ich ich weiß nicht, ob der B-Patch schon raus ist, muss ich leider sagen. Da habe ich ein bisschen verpennt. Ist der B-Patch schon draußen? Stimmt. Ich sag, der B-Patch ist draußen. Obwohl, nee, ich muss nicht patchen. Der B-Patch ist nicht draußen. Was man eigentlich vorher sich angucken sollte. Ich aber als nicht so vorbereiteter Mensch habe das leider verkackt. Die Mid-Patch-Chancen sind draußen. Okay. Also es ist jetzt, wir sind auch im B-Patch, weil 13er wird nach hinten verschoben. Ich schätze mal wegen 4.7. Wird das wahrscheinlich alles nach hinten verschoben. Und das heißt, wir sind jetzt auf dem Patch, wo Seraphine genervt wurde, wo Katharina gebufft wurde, Senna genervt wurde, Yumi wurde genervt. Wer wurde noch genervt? Ich glaube, Siri wurde genervt. Und noch wer? Noch ein oder zwei Buffs. Ich glaube, Leona wurde gebufft, Katharina wurde gebufft. Chaco wurde gebufft. Ja. Ach, und stimmt, es gab noch einen Belveth, ne? Ich weiß nicht, ob wir die sehen. Ich bezweifle es. Ich weiß nicht, wie viel Practice die beiden Teams auf dem Champion haben. Der ist ja doch sehr unique. Hart freut mich schon. Wir haben ihn ja schon in der LEC sehen dürfen. Okay. Die Teams sind sich uneinig. Ready geschrieben, aber dann ist man doch nicht ready. Passiert. Nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ja, wenn ich mir so die Teams angucke und auch die Spieler, schätze ich mal, wir werden einen Udyr-Bann sehen gegen den gegnerischen Jungler. 103 Udyr Games, 65% Gewinnwert. Würde mich wundern, wenn der nicht rausgenommen wird. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich aber auch der Sack rausgenommen von Tim. Das ist auch ein kleines Sack OTP. Und das werden wir jetzt alles gleich sehen, denn wir gehen in Champ Select. Wir alle müssen
So. Kamerabahn. Okay, ja. In die Midlaner Spiel. Supporter spielt gleich für Karma. Ein Welkerbann, okay. So. Why not? So. Da ist der Sektbann, den ich gerade angesprochen habe. Oh, der Lulu-Bann, den habe ich nicht kommentiert. Scheinbar sehr viel Angst vor Enchanter. Scheinbar auf der Seite von uns gegeben. Will nicht, dass Agent Goldfish auf die Enchanter kommt. Vielleicht. Und da ist auch der Udevan. Zwei Supporter, ein Jungler wurden jetzt gebannt. Auf der Seite von OSGG. Ich habe die Teams falsch rum. Es tut mir leid. Sekunde, ich fixe es eben. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ach, komm schon. Was soll schon schief gehen? So, dann. Der wohliger Fistpack, Wukong wäre auch offen gewesen. Beides aktuell sehr solide Champions. Man hat sich aber seitens von OSGG für den Wohliger entschieden. Ich glaube, ist auch der stärkere Pack. Wohliger ist absolut broken. Wurde auch in dem kleinen Patch da nicht gehotfixt. Nix. Also von daher würde ich schon sagen, dass es der richtige Approach ist. Und der Esfair. Und Diana ist auch auf. Okay, Diana. Ich finde Diana aktuell nicht so stark. Muss ich leider sagen. Ich glaube, Diana ist okay, aber jetzt nicht stark. Ich glaube, da hätte ich lieber einen Wukong gesehen. Aber vielleicht spielt Fips so kein Wukong. Oder Big Brain. Es ist ein Flex. Es könnte Midlane Diana sein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da gespielt wird. Was hier für ein crazy Shit kommt. Und der Mordekaiser bleibt Pick. Kein Fan von Mordekaiser bleiben Picks, aber na gut, ist Comfort für Johnny Builder. Also wollen wahrscheinlich jetzt nicht irgendwas blinden, was Midlane angeht oder vielleicht auch Support, und haben sich deswegen gesagt, okay, wir nehmen den Mordekaiser, ist unser Comfort-Pick auf Top-Lane, und hoffentlich spielt der Gegner nichts, was das countert. Und wir sehen dazu die Vayne. Auch ein großer Comfort von Civix, ein sehr guter Vayne-Spieler, auch gut gegen Esfail, also auch ein sehr guter Pick. Und dann sehen wir jetzt auch den Trundle auf der Seite von Nemesis Squad. Was mich jetzt ein bisschen verwirrt. Es könnte Trundle Toplane sein gegen den Mordekaiser. Ich weiß leider nicht, ob das so ein insane gutes Matchup ist. Wird sich okay an, aber jetzt auch nicht die gut, wirklich, weil die kann man sich einfach gegenseitig Stats. Der Blitzfängbann, ja. Das WW, also Philipp, guter Hawk-Spieler. Blitzfäng, Pike, sowas recht gut drauf. Arcan würde ich auch noch sagen, ist einer seiner besseren Champions. Mal schauen, was da noch rausgenommen wird oder ob sie jetzt auf Midlane fokussieren. Auf den Vector, ja, da ist nämlich der Vector, Mann. Dann. Was ist denn jetzt noch? Also, auf der anderen Seite, wir wissen nicht. Also, ich sag's nochmal: Diana Midlane ist noch eine Möglichkeit hier. So, ich werde es in den Raum werfen, ist es unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist Trundle Top Diana mit Jungle. Aber ich will mich darauf nicht festlegen. Vor allem, weil weder der Jungle noch der Top Laner die Champions in Rank gespielt hat. I mean, I guess Jungle hat ein Trundle Game und da ist der Rakan. Okay. Er ist für Rakan Botlane gegen Vayne. Ist okay für Vayne. Die Frage ist jetzt, was nimmt man an Support? Pike ist noch offen, der legendäre Pike. Traut man sich das hier oder sagt man, ja, wir gehen vielleicht eher was Safes wie... Ich meine, Janna wäre eine Möglichkeit, Lissandra auf der Midlane schon mal secured. Ist... Wir gehen davon aus, Pike-Pick, wir wissen es ja selber noch nicht. Aber ja. So, was für ein Supporter?
Oder ist es Mordecai so Support? Oder Lista Santa? Hm? Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Was für ein Supporter pickt jetzt Philipp? Oh nein. Bitte nicht. Ich kann nicht. Nein! Wir haben die Katze. Es ist die genervte Katze, aber es ist eine Katze. Ich hasse Yumi. Manu! Ich hab gehofft, wir würden jetzt was Spannendes sehen wie Pike und wir betteln die ganze Zeit. Stattdessen sehen wir Yumi. Botlane ist. Also, ich bezweifle, dass Botlane 4 passieren wird, außer es wäre ein Fehler gemacht. Rakan sollte einfach rumgehen, es wir alleine lassen. Last Week's Alas. Seistati decent Ult, Sandra Ult ist decent, Volibear Ult stelle ich mir recht gut vor. Mordekaiser Ult ist recht eine lustige Interaktion, weil wenn beide Ulten sind die zusammen in. Also es ist ein 2v2 in Bethrain. Vayne Ult zackt ziemlich hart. Und Yumi Ult ist auch okay, skaliert gut, macht gut, macht ordentlich Schaden. Also er hat keine insane krassen Ults, aber er hat gute Ults. Also er hat jetzt keine älteste Ult, keine Malphite Ult, sowas hat er nicht, aber er hat trotzdem solid gute Ults. Und es scheint so, als wäre es der Trundle gegen Mordekaiser Toplane. Und der Hyena gegen Volibear Jungle. So. Summoner Spells. Was sehen wir hier? Irgendwas Überraschendes? Nö. Wir sehen absolut keine Überraschung. Jetzt haben wir es jetzt, maybe, dass Silas sich für Ignite anstatt TP entschieden hat. Dasselbe aber auch auf der Seite von Toplane bei Urs gegeben. Da hat sich Mordekaiser für das Ignite entschieden. Das heißt, vielleicht wird sich da ordentlich gekloppt. Ich will, dass sich gekloppt wird. Ich möchte jetzt kein 45 Minuten Nachfest sehen, sondern ich will gekloppe. Und die Ignites geben mir Hoffnung, dass es gekloppe gibt. Aber overall, so, Team-Combo. Schauen wir uns mal die Team-Combos so an. Sehr viel Magic-Damage auf Seiten von Nemesis Squad. Bis auf Trundle wirklich keine AD-Quelle. Auf der anderen Seite einen recht gut gemischten Schaden, würde ich sagen. Auf Seiten von OSGG eine decent Frontline. Jetzt kein straight-up Ohren-Engage, aber einen okayen Engage mit Volibear Ult und Lissandra E. Und auf der Seite von Nemesis Squad, ich meine, Rakan Ult ist ein recht guter Engage, aber ist halt auch gefährlich gegen sowas wie Lissandra, weil er geht rein, er wird geweht und dann steht er da und wird einfach one-shotted. Das könnte ich mir für ein Problem vorstellen. Dasselbe mit Diana, Diana jumpt rein, könnte auch einfach Lissandra Ulte werden und steht dann da drin und wird einfach down CC'd, weil an CC mangelt es jetzt vor allen Dingen Single-Target CC ist eigentlich recht gut mit bei USG, mit der Volibear, also zum Bursten zumindest, mit der Volibear Q. Und Lissandra W und Ult. I guess Yumi Ult auch noch, aber SWM macht doch fast nur Magic Damage. Dafür haben sie mit recht guten Tank Shredder auf Seiten von Nemesis Squad. Was wichtig ist gegen Volibear und auch Mordekaiser, weil Mordekaiser ja einfach alle Stats klaut. Das ist ja so ein unfairer Champion, der einfach sagt, jo, deine Stats sind meine Stats. Aber es haben beide, also. Hey. Mal schauen. So. Dann 30 Sekunden Spectator Delay haben wir noch. Ich gehe schon mal hier wieder zurück. Damit ihr gleich keinen schwarzen Bildschirm habt. Wir könnten. Nee, können wir nicht. Okay. So, 6 Sekunden haben wir noch, dann gehen wir ins Game. Ein bisschen so den Screen werde ich euch jetzt nicht zeigen. Geht euch nichts an. So, ich muss eben ein paar Einstellungen gleich machen in Game, damit ihr, damit das auch einigermaßen hübsch aussieht und nicht eine Katastrophe ist. Weil Riot Games sagt, man darf keine unterschiedlichen Settings haben in Game und Spectator. Das heißt, ich muss jetzt eben für euch das hübsch machen.
und funktionell. Deswegen müsst ihr gleich kurz warten. Währenddessen kann ich euch was über die Runen erzählen, die ihr nicht seht, aber ich sehe. wir haben Conqueror of Estrel, Geblackter First Strike und PTA. Er hat sich für Conqueror entschieden. Ist, glaube ich, jetzt nicht falsch, aber weiß auch nicht, ob es da wirklich so eine richtige Entscheidung gibt. Das und ist schon richtig. Das Game ist gerade pausiert. Ich weiß nicht, ob das wieder der Bug ist. Gehen wir davon aus. Ich kann mal gucken. Ja, okay. Die Vorspur funktioniert super. Dann. Na dann, gehen wir mal in Game. Ich muss eben OBS finden. Ich bin noch nicht so begabt. So. Sogar mit Zicken-Overlay, sag ich euch hier, ey. So, ich muss ein bisschen rauszoomen, ne? Siehste, das. Ich hab's noch nicht ganz raus, tut mir leid. So. So sieht das doch super aus. Sind Teams auf der richtigen Seite? Ja, die Teams sind auf der richtigen Seite, meine Güte. Tourtalent. Interessante Cover. Ich sag's mal so. Red Team Stack 3 Mann. Zusammen gewesen im Busch, aber warten vielleicht in Welt. Dafür war der Rap-Buff nicht gecovert. Sieht man halt daran, dass da jetzt ein Ward platziert wurde am Rap-Buff. Könnt ihr auf einem mehr sehen. I-Deutscher Client. Ja, weißt du was? Ich habe sogar extra. Das wirst du gleich sehen, wenn Items gekauft werden. Ich habe extra eingestellt, dass die auf Deutsch angezeigt werden. Nur für euch. Also da stehen, hoffentlich, ich habe es zumindest eingestellt, ich hoffe, es hat es übernommen, dass da die deutschen Namen für die Items stehen. Einfach nur, um solche Menschen wie Nils, holy shit, das war schwer, warum war es so schwer, und Stefan und einfach alle die deutschen Client-Tassen noch mehr abzufangen. Der deutsche Client ist so underrated, die Namen, oh Gott, der Minion, FF, die Namen sind so underrated. Leider haben wir keine Ohren, weil die Ohren-Items auf Deutsch sind noch mal besser auf die, als die englischen. Es ist einfach insane, wie die heißen. Aber, das sehen wir erst später. Das erste passiert nicht so viel. Sehr ruhige Landing Phase, so sollte es auch sein. Wir sehen jetzt Toplane einen kurzen Trade für Level 2 bekommen. Botlane hat auch für Level 2 SWE 3, aber. Oh, der Rakan Double Knock-Up. Vayne ist auf 200 AP, aber. Da wird nichts raus. Guter Trade. Kein Kill, keine Summoners, aber guter Puck. Und beim nächsten Mal, wenn Vayne soweit vorsteppt, könnte das ein Summoner werden. So, beide Jungler haben sich jetzt hochgejungelt zur Top-Lane. Johnny Builder macht schon den Reset. Ist für Goblin Cheater Reset. Sollte zumindest sein. Kriegt also jetzt ein Reset ohne Weg viel zu verlieren. Muss auch nicht, hat kein TP, also kann er nicht mal TPen. Die beiden Cheater auf dem Ward, das ist jetzt suboptimal. Hat sich ein Amplifying Tome geholt. Ja, ich kenne auch die englischen Begriffe. Ich glaube, es ist irgendwas mit Walzer auf Deutsch. ja. Ruhiges Game, ne? Krabbe ging an Tim, also an Volibear. Und er schaut jetzt für den Top-Lane-Gang. Den ich direkt die Kamera gleich mal hingucken möchte. Ja, da wird gepinkt. Die E von Mordekaiser trifft. Der Trastan trifft auch. Die E trifft auch. Der Flash aber raus. Und mit Flash für nichts pushen sie die Wave. Oh, mit Lane wird angegangen, aber er hält einfach raus.
Keine Chance. Einfach rausgeäht. Ja, Toplane weiter wieder. Oh, Botlane wird jetzt angegangen. Gute E von CWX. Kriegt ein bisschen Damage auf, aber macht auch ein bisschen Damage zurück. Hat jetzt kein Mana mehr. Muss jetzt wahrscheinlich resetten. Ist ein schlechter Waveset, so wie ich das gerade gesehen habe. Ja, der ist ziemlich kacke. Und muss jetzt wahrscheinlich jetzt mal auspushen. Schreckt gar nicht. Banner entscheidet sich aber nicht nochmal zu ganken. Oh, Dragonspawn. What the fuck? Das mache ich gleich aus, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Sekunde. Ja, Botlane darf scheinbar einfach auspushen, um gepunished zu werden. Wundert mich ein bisschen, dass der dann jetzt nicht nochmal runtergekommen ist, um das zu bestrafen, weil. Why not? Auf der Seite von Midlane wird jetzt angegangen auf der Minimap, aber ist scheinbar nichts draus geworden. Toplane. Ist das diveable? Erding, nein. Oh, er flasht. Und da ist das First Blood für Johnny Wilder auf der Toplane. Flash, Ignite, Auto Attack. Einfach gebonkt. Schön gespielt, auch guter CS-Lead jetzt, TP auch raus. Gut gepunished, dass der Flash rausgekommen ist beim Gank, oder rausgeholt wurde beim Gank. Jetzt sehen wir schon die ersten Level 6. Auf beiden Seiten Toplane, Mordekai, Zha und Lissandra. Jetzt auch Trundle. Und Midlane ist eigentlich recht low. Wird jetzt hier geultet. Electric prockt, aber der fightet zurück und er macht ein Damage und das 1v1. Eieiei, da hat man das Healing von Salus aber ordentlich unterschätzt. Aber auch recht gut gespielt von Salus. Alles getroffen. Aber das ist halt trotzdem, also vielleicht Hilfe da erwartet, die nicht da war. Und jetzt Toplane wird hier angegangen. Er weiß es noch nicht. Er hat aber Ult ab. Wen ultet er? Er hat Diana geultet und er bonkt. Und bonkt. Oh, die Q misst. Er kann es auch da. Kriegt der Diana vorher noch? Es sieht nicht danach aus. Schild wird jetzt noch. Aber das reicht nicht. Er wird einfach gebissen. Ich finde, Jamie ist die beißen können. Einfach gebissen von Trundle. Guter Roam. Guter Gank. Verliert man dafür leider den Dragon. Und ein Top-Name-Pad. Aber das teilt man sich auf der Botlane. Questionable. Okay, ich war mir nicht sicher, ob Tim da wirklich, oder wo lieber wirklich die Krabbe kriegt. Das sah ein bisschen questionable aus. Er geht jetzt auch noch für einen Invade. Diana ist gerade fast Toplane gestorben. Sie muss runterkommen. Und das sollten die eigentlich wissen. Rakan ist auch da. Lissandra hat aber Prio. Entscheidet man sich dafür zu gehen oder gibt man ihn einfach auf? Geht man für einen Smite-Steam vielleicht einfach noch? Oh, er hat ihn bekommen. Oh, ist Level 6 auch damit geworden. Versucht man das zu fighten. Diana wird gestunt. Electric prockt, aber man geht einfach wieder raus. Blue Buff bekommen. Man geht. Ist, Lissandra E dodgt man. Oder mit Lissandra E dodgt man Zellas E. Das heißt, dafür wird man auch nicht gepunished. Na, hat man sich jetzt einfach den Blue Buff gesnackt, wa? Das war risky. Wenn man den Blue Buff dann nicht kriegt, wird der Henna, glaube ich, hier Level 6 und dann könnte es ganz anders enden. Aber es ist nicht so geendet, also. Gut gespielt. Jetzt mit Midlane wird nochmal angegangen, aber ist nur ein kleiner Trade. Diana wurde gerade Botlane gespottet, aber geht jetzt wieder in ihren Topside-Jungle, jungelt sich hoch. Währenddessen schaut wohl wieder hier für einen Botlane-Gang. Wird der gespottet von dem Minion da? Da war aber knapp. Frage ist, ich bin engaged. Oh, Yumi wurde angegangen. Sie ist draußen, aber sie überlebt. Und jetzt. Dieses Vayne, ihr trifft leider nicht, aber Volibear macht Damage, der Heal kommt raus, aber man kann nicht weiter folgen und jetzt kommt Salas runter. Jetzt kommt Salas, die SBO tötet die Yumi. Uiuiuiuiuiui. Kommt man da nicht wieder rebounden als Yumi? Egal. Wir gehen mal davon aus, dass Yumi Vayne noch auf Kodama durch CC. Und durch den.
Der Gang war eigentlich eine decent Idee, vor allen Dingen, weil man als Nemesis-Squad auch noch engaged hat. Aber auf Yumi? Ui. Und jetzt ist dann rein Gefahr. Drei Mann kommen da an. Und sie ultet die Diana. E trifft Diana, ult trifft nicht und man flasht die Rakanwe. Huiuiuiuiuiui. Summoner raus jetzt auf Seiten von Lennox. Dafür wurde geult. Wann hat Silas geflasht? Naja. dafür hat man Diana ult bekommen. Und Esfir ist jetzt allein auf der Botlane. Bei Rakan war gerade Midlane und das ist ein Free-Kill für die Lane. Abgeholt hat es scheinbar keine E-Man. Jetzt ist Sandra wird angegangen auf Midlane. Der Damage von Silas reicht aber gerade nicht so aus. Konnte wahrscheinlich noch nicht die Lissandra beklauen. Aber es war knapp. Also auch mit dem Ignite. Unter 100 HP. Rakan schaut jetzt für Lissandra. Trifft. Oi. Wait, das ist it. Rakan versucht, Lissandra unterm zwischen Tier 2 und Tier 3 zu diven. Wird einfach gestunt und stirbt. So, Kluftform. Ist das nicht ein tolles Wort? Riftmaker jetzt auf Seiten von aber von OSG auf der Top Lane. Hat schon sein Mythic fertig auf der anderen Seite. Hat niemand bis jetzt so viel Gold. Diana nimmt sich einfach den Blue Buff neben Volimir schon fast. Kriegt ihn auch einfach. Okay. Wild. Und jetzt wird er wieder. Die Falten schon wieder. Jetzt sollte er aber Ult haben. Ja, und die Ulten benutzt auch. Reicht der Damage? Kann er das diven? Es reicht. Die EW. Und noch ein Tod für Lennox. Jetzt wird aber auch noch invaded. Nemesis Squad, die Diana Ult trifft. Volimir wird ein bisschen zurückgeworfen. Versuchen die ihn zu diven. Nein, das Schild kommt raus. Und sie gehen einfach. Das ist jetzt aber ein Free Harald. Auf Seiten von Sandsweaver? True. Das ist ein bisschen questionable. Aber naja. Oh, jetzt Botlane wird hier angegangen. Die SWOE bringt nichts gegen die Yumi Ult. Und er wird einfach runtergerannt. Auto-Attack. Bonk. Und das ist das 2:0 für die Vayne. Ja. Questionable, da als SW zu stehen, wenn man für den Top-Lane-Harald geht, aber it is what it is. Auf der anderen Seite hat man sich dafür jetzt halt den Harald auch secured. 2:0 jetzt leider für die Vayne. Auf Seiten von, oder leider, gut für uns, auf Seiten von uns gehen. Top-Lane wird jetzt gefightet. Der Flash von Mordekaiser Ignites auch draußen. Trundle ult auch, aber das gewinnt er nicht. Kluftformer, ich muss gerade überlegen, wie das heißt. Kluftformer ist einfach zu stark. Channel auch noch kein Mythic, nichts dergleichen. Wird einfach untergrannt. Auf der Seite von OSG nimmt jetzt wieder den Dragon. Das ist der zweite Dragon, den man jetzt hat. Auch wenn es nicht angezeigt wird. For some reason. Man hat zwei Dragons, ihr müsst mir glauben. Nächster. Wir haben Hexdech. Portale sind lustig. Der Bep. Vor gegen Flohmarktbild, ja, stimmt wohl. Jetzt wird man gefühlt. Oh, der deaktiviert den Turm, aber kommt man hinterher? Es verliert einfach über die Wand. Der ist jetzt auch da. Verrückter darf jetzt Diana. Rakan ist auch in der Nähe. Diana wird Flash, Ult trifft. Man flasht aber raus. Pain E. Knockt man auch die Diana weg und geht man für den Dive. Das hat Ult, könnte die Volibear auch klauen und damit den Turm deaktivieren. Ja, Volibear wurde geklaut. Man tötet an den Volibear. Boah, der Damage von Silas. Und jetzt hat Botlane ein Problem. Ult, beide Ults werden gezündet. Silas, hat er den Damage zum Dive? Ja, hat er, aber er stirbt dafür. Aber an Yumi, Shutdown geht an Yumi. Harald wird auch platziert, Botlane. Kriegt man dafür den ganzen Turm? Ich schätze mal. Also zumindest nicht mit dem Harald, aber mit dem, jetzt noch mit den drei Mannequins, die das machen. Aber kriegt man Toplane vorher den Turm? Weil, je mehr Leute in der Nähe sind, wenn ein Plate fällt, desto tankier wird ja der Turm. Das heißt, könnte jetzt sein. Nein, es könnte nicht sein. Trotzdem kriegen die wohl einen zweiten Turm. Macht aber den Red zwischen drei Mann.
komisch, dass es nicht aufgefallen ist, dass das Red Icon da ist, aber jetzt wird man drauf gehen. Lissandra ist auf dem Flank. Ist aber low. Muss ich selber wahrscheinlich ulten. Hat die Ult aber auch nicht ab. Kriegt man dafür irgendjemanden? Lissandra ist dafür gestorben. Wolibear kriegt jetzt die Diana. Jetzt ist jetzt ein Fight an zwei Fronten. Silas kommt von oben. Kriegt er irgendwas? Arcan Schaufel, Engage Flash. Weh trifft aber nicht. Ui, das war knapp. Und Silas schaut auch noch. Aber das wird nichts. Währenddessen ist er auf der Top-Lane der Tomo. Und man hat jetzt die ersten Items fertiggestellt auf Seiten von Nemesis Squad. Namentlich Everfrost, jetzt auch Divine Sandra. Und Nash's Tooth scheint. Und jetzt auch Sandsweaver auf der Top-Lane für Trundle. Aber wenn er es Sandsweaver geht, dann kann ja schon mal kein Trinity und kein Divine mehr gehen. Was kriegt man denn? Frosthammer? Oder wie das Item da heißt, dieses Tank-Item? Divine, Chemtech? Damit man schneller rennt? Ich weiß es nicht. Vor allem wäre der Reinzahner hier halt auch recht gut gewesen. Ich meine, er wird ja so oder so keinen Spaß haben als Tank hier. Gegen den Wayne. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Diana geht auch auf Tank hier. Sehen wir jetzt durch Spam Cinder. Ich schätze mal, dass das zumindest ein Tank wird. Ich habe kurz weggeguckt und Lenox ist tot. Dinge passieren. Passiert sehr schnell hier. Und Taunt Lane wird wieder geultet. Ult geht auch von Channel drauf. Und also, da kannst du auch zwei Essence wiederholen. Und das verlierst du, glaube ich, noch. Also, der wird einfach komplett gekloppt. Rakan und Silas haben geschaut, ob sie noch was machen können, aber. Also, er ist ja dreimal tot. Midlane ist jetzt gefährlich. Dodged. Au, oh, die Diana Ult trifft trotzdem. Rakan Ult wird man weggenockert. Und ich glaube, man stirbt einfach. Ja, Yumi jetzt auch ohne. Also, die man halten kann. Und wird auch einfach dann noch down CC und getötet. Hat aber noch einen Warp platziert. Also, bestimmt Grund. So, 30 Sekunden haben wir Dragon. Das ist der dritte Dragon für USGG, auch wenn ihr es nicht seht. Ich sehe es leider auch nicht, aber es ist ein Dragon. Ja, mal schauen, ob man das konnte. Also, Mordekaiser ist unfassbar stark. 3-1. Hat jetzt sein Rulers fertig, also jetzt zwei Items. Ist, hab, mal gucken, wie viel Gold der hat. Ja, hat am meisten Gold in-game gefolgt von Silas, der gar nicht so weit weg ist. Und auch Esri hat mehr Gold als Sven, das wundert mich ein bisschen, aber jetzt wird Dragon contestet. Man scheint sich dafür zu entschieden zu haben, es wird zu contesten. Wolibear geht ins Pit, Diana ist jetzt alleine im Pit, das ist ein 1v1 im Pit, ein Smite-Fight und Diana gewinnt das Smite-Fight. Aber ist dafür jetzt tot, kriegt man dafür noch irgendwas außer Diana? Vielleicht ein Midlane-Turm? Vielleicht mit Lentum. Oh, aber jetzt ist Akana unterm Turm alleine. Turm wird deaktiviert. Hat man den CC, um ihn zu CC? Nein, der dasht einfach wieder weg. Und ist raus. Und man kriegt nur den Turm. Kriegt, übergeht man hier für den Tier 2? Man über. Oh, okay. Man überlegt sich nochmal, macht es auch Yumi Ult, die geklaute Yumi Ult von Silas, um die Wave zu clearen. Jetzt dasht er da rein. Everfrost auf 3 Mann. Rakan Ult trifft 5. Und das ist der Teamfight, den sie vielleicht brauchen. Haben sie den Damage? Es ist kein Damage, also Ezreal geht nach vorne. Vayne währenddessen. Uiu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 
drei Leute ist und erst wieder hitten kann, dann Eidewitzka, was ein, also insane Engage, die waren so low alle auf Seiten von uns gegeben, sehr sehr knapper Fight. Entscheidet sich jetzt für Switz End auf Seiten von Vayne. Sandra holt sich Anti hier. Okay, auf den Seiten von Rakan auch schon der Dinge da, der, ne? Ja, es ist der da halt. Mann, der Orb oder wer ist es? Okay. Harald jetzt secured auf Seiten von Nemesis Squad. Was will man mit dem Harald einreißen? Man könnte schauen, ob man sich den Top-Lane T1 nimmt, um die Map noch weiter zu öffnen. Weil das ist der einzige T1, der noch steht. Man könnte aber auch warten, bis kurz vorm Dragon, um ihn dann Midlane zu platzieren, um dann halt Prio zu haben für den Dragon und ihn vielleicht down zu bursten. Das sind die Möglichkeiten, die ich hier sehe mit dem Harald. Oder du schickst einfach den Funnel Botlane mit dem Harald. Hoffst, dass obwohl, der kann nicht gegen Mordekaiser gewinnen. Ja, das ist doof. Das nehme ich zurück. Du schickst Funnel nicht Botlane mit dem Harald. So wie der. Wir sehen jetzt zwei Items auf Diana, hat sich für Sunfire entschieden. Zwei Items jetzt auch auf dem Silas, der hat Stopwatch und Everfrost. Nicht so viel Damage. Und ich überlege gerade diese kleine Flamme, die der hat. Braucht man da nicht nur. Was braucht man aus Support-Item, glaube ich, eins? Und Ludens, oder nicht? Nicht Ludens, wie heißt es? Lich Bane. Ich hoffe nicht, dass wir Lich Bane sehen. Lich Bane ist, glaube ich, ziemlich bad. Als Item. Soweit ich weiß. Overall, ich glaube, es gibt keinen Champion, auf dem Lich Bane gut ist. Aber vielleicht wird das noch eine Banshee hier vielleicht rausgekommen, weiß ich gar nicht. So. So. Sehr viele Wards, wenn man sich mal anguckt auf Seiten von Nemesis Squad. Aber Wards, Schmords, SP wird angegangen, geht aber einfach über die Wand, dann kommt noch durch, aber ist egal. Vielleicht kriegen wir dafür jetzt den Midlane T1, aber man muss aufpassen, denn es sind vier Mann hinter denen. Währenddessen schauen wir auf der Toplane, weil sich Toplane geprügelt wird. Aber man könnte jetzt auf den Trundle zu 5 collapsen und den vielleicht einfach diven. Ist das hier der Plan? Trundle ist fast tot. Wolibear schaut, dreht ab. Man macht's nicht. Okay. Aber jetzt ist man trotzdem in Gefahr. Wenn Nemesis Squad sich dafür entscheidet, hierfür was zu machen, dann könnten sie es. OSGG weiß nicht wirklich, wo sie sind. Sie haben nicht die Vision dafür. 40 Sekunden bis Dragon. Harald ist noch ab. Nash ist auch ab. Man hat mit Diana einen unfassbar schnellen Nash-Tag. Teuret man das hier oder entscheidet man sich dagegen? Man könnte jetzt auch einfach den Harald mit den spawnen und dann für den Dragon gehen. Oder man geht einfach so für den Dragon. Das scheint das Play zu sein. Okay. Wir fahren jetzt Dragon. OSGG scheint nicht so motiviert, das zu contesten. Und wenn, dann wären sie sehr spät dafür zumindest. Aber, okay, sie sehen Mordekaiser und haben Angst vor Mordekaiser. Sie wollen ihn abfangen. Die wollen hier den Mordekaiser trammen. Und Mordekaiser lässt sich nicht trammen. Währenddessen Channel TP't jetzt auf die Midlane. Auf die Wave. Oliver E deckt hier die. Deckt den Nemesis Squad auf und deren Trap. Und jetzt ist das hier ein Tanz. Mordekaiser geht für den Midlane Push. Nemesis Squad pusht jetzt ins Dragon Pit. Zu fünft. Und jetzt. Sehr awkward Situation für. Man geht für den Steel und man kriegt den. Die Ultimate und jetzt wird die gefightet. Rakano trifft wieder fünfmal. Diana holt auf drei. Rakan ist fast tot, jetzt in der Backline, CWX, Sauvet auf der Vayne, kriegt er dann Damage oder ist die von einfach durch, er flasht den Split auf Silas, kriegt er den, er kriegt ihn nicht, die Silas Q mit der Stopwatch reicht aus und der stirbt einfach nicht, der Silas, er ist unkillable und man tötet nur die Diana in dem Fight, kriegt den Dragon, aber der war ja unkillable, der Silas, der ist einfach nicht gestorben und die Stopwatch mit der Q tötet, der Vayne. Oh meine Güte. Jetzt hat man sich für einen Campcheck-Verpester entschieden. Auf Seiten von Yumi, um das Anti-Heal ein bisschen zu reducen. Die haben sehr viel Healing. Tunnel halt, passive W, Ult. Rakan halt mit der W. Also,
Oh, man hat Conqueror, uhu. dafür haben wir es dann wahrscheinlich gebaut, aber wichtig hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Lissandra auch noch das finishen sollte. Ich glaube, einfach schon. Vielleicht reicht's, rein theoretisch. Was hat man jetzt noch fertiggestellt? Mordekaiser hat Yumi auf sich. Das bin ich kein Fan von, weil Mordekaiser ultet, ist Yumi einfach weg. Auch wenn, also, ich hopp Yumi einfach runter. Weil Mordekaiser verschwindet, die kommt ja nicht mehr ins Death Ram. Und jetzt wird Messer ist ja angegangen, klaut sich die Bude bei Ult, ultet. Arcane ist in der Nähe der Arena und es will kommen auch, kann man den Salis hier vorher töten, aber den Damage dafür sieht nicht so aus. Woody bei Ult wird auch genutzt. Ist jetzt aber ein Death Ram, der Salis hat. Mordekaiser, er kultet ihn, aber es ist jetzt ein 4 gegen 3. Diana ultet. Und ich glaube, Mordekaiser stirbt hier einfach. Oh, er heilt sich so viel, okay. Ist aber trotzdem tot. Flash, W, Flash von Olivia, um der W zu dodgen von Rakan. Kommt einfach raus. Das war ein 1 zu 1 Trade. Aber man hat Shutdown bekommen. So, maybe 2? Jetzt muss man aufpassen, dass hier Nemesis Squad nicht den Nash anfängt. Man hat mit Diana einen sehr schnellen Nash-Tag, auch wenn es Tank dann ist. Aber jetzt wurde er face-checkt hier. Oh, hier ist der Tank. Okay, okay. Man trifft einfach nichts auf Seiten von Nemesis Squad. Du Tanky. Und jetzt Trundle, Botlane wird angegangen. Das Sandra Ult, Everfrost. Bane ist auch da. Kann man ihn einfach. Ja, man rennt ihn einfach runter. Der Flash ist komplett. Okay, der Flash war doch nicht besser, weil man Flash für das Sandra noch bekommen hat. Field Kill auf der Botlane. Weil nichts dafür Topset. Ist okay. Guter Pick. Auch questionable vom Tornado da sozusagen. Aber naja. Man hat sich übrigens fürs Iceborne Gauntlet entschieden. Auf Seiten von Tornado. Ist okay. Ich hätte trotzdem, glaube ich, lieber Divine gesehen. Vor allem, weil ich einfach lieber noch ein bisschen mehr Damage gehabt hätte, vor allem mit Diana jetzt auch noch auf Tank. Aber ein bisschen mehr AD Damage. Ist das ein Sterax als nächstes? Könnte. Ja, ich glaube, das könnte ein Sterax als nächstes werden. Aber mit entweder jetzt angegangen, Rakan wird weggeäht, die W trifft trotzdem. Und da kann Vayne nichts mehr machen. Secured von Ezreal. Woods End jetzt fertiggestellt dafür auf Seiten von Vayne. Gehen wir für den Nash? Man überlegt. Man überlegt und man fängt an. Wird aber gespottet durch den Ward. Will man das contesten auf Seiten von OSGG? Mordekaiser hat kein TP, Trundle hat TP, das heißt es könnte. Ui, Wohlibär. Ich möchte eigentlich gerne. Also, danke. Nee, ich möchte das oben killen. Hallo, Right Director. So, wir sehen hier jetzt einen spannenden Botlane-Fight. Während Toplane irgendwas anderes passiert, aber es ist nicht so wichtig, weil Botlane. So. Steht man am Turm? Ne, man steht nicht am Turm, weil W von Mordekaiser broken ist. Jetzt Wulliver schaut auf den Seil, es wird aber geweht von Rakan. Oh, Lissandra reaktiviert nicht den Ice Path. Oh, man wird nochmal genockt von dem Mordekaiser, von dem Wulliver. Aber die Yumi-Ult knallt des Todes. Kann man den Seil töten? Nein, er geht wieder in Sonyas. Man hat nicht den Damage. Und es ist einfach ein clean Swipe auf Seiten von Nemesis 5. Man nimmt den Nash. Eieieiei. Was ein. Also, der will auch nicht sterben. Der sagt, das stirbt einfach nicht. Das ist absolute Frechheit. Stirbt dafür fast am Nash. Upsi. Dragon spawned. Jetzt hat man einige Items, die sich holen können auf Seiten von Nemesis Scott. Demonic Embrace. Auf Diana hat jetzt auch eine Stopwatch noch. Sonyas ist jetzt aber auf Cooldown von Silas. Vielleicht. Aber oh boah. Es geht so spät. Ich weiß nicht, ob sie es noch rechtzeitig dahin schaffen. Johnny Builder ist da, kriegt vielleicht ein bisschen Damage auf den Rakan, aber mehr auch. Oh, das Portal wäre mutig gewesen. Ich nervt es ein bisschen, dass keine Dragons angezeigt werden, aber ich glaube, ich muss mal im 19 mal nachgucken. Ich weiß einen Hotkey dafür nicht. Sekunde, sorry. Okay, man hat zwei Hex-6 Dragons auf Seiten von Nemesis Squad und drei Dragons
auf Seiten von USG. Das heißt, USG auf Soul Point, Nemesis Squad noch nicht. Dafür haben sie Nash und haben aktuell so den, ja, den Goldswing schon. Kann sich das, oh Gott, was sagt aber ein Fall ist das denn gewesen? Aber die Leads sind, also 2,5, 2,7, was ist das, ja, 2,7k hat man jetzt ungefähr. Ist jetzt nicht so viel. Und wie man sieht, man kann auch ein 2k Goldlied davor hat man schon geworfen. Also, das ist jetzt nichts Game-Entscheidendes. Je nachdem, wie viel man jetzt mit dem Nash hier kriegen kann. Muss man mal schauen. Auch die Level, wenn wir uns mal angucken. SPS Level 15, während Vayne Level 13 ist. Was ist denn da? Vayne. Okay, Vayne hat weniger Level als... Ja, Bullybär sogar. Allgemein, Mordekaiser ist das höchste Level. Nicht mal mit Abstand. Danach Diana. Es wird so ein hohes Level. Oh, jetzt wird aber im Jungle. Hallo, Bullybär. Und er wird angegangen. Yumi ist tot. Yumi wurde zu zählt. Ja. Was haben wir denn da gesucht? Ich weiß nicht, was man da nachgeschaut hat, aber es war nicht wohl. Yumi ist dafür gestorben. Let's Rage Bait auf Seiten von Vayne. Immer noch nicht so. Man hat doch keinen Rage Bait, hat sie da verkauft. Ich wurde verarscht. Ich wurde veräppelt. Mit dem Turm wird jetzt einfach fallen. Mordekaiser steht da ein bisschen aggressiv, wird auch einfach angegangen und stirbt, glaube ich, einfach. Hat jetzt noch geholt den Rakan. Kriegt er den vielleicht noch, aber selbst wenn. Ich glaube, er ist einfach am vier Mann drin und stirbt. Oh, der Rakan, Michaels! Reicht nicht, man kriegt ihn, aber. Mordekaiser stirbt dafür einfach auch. Ich glaube. Das hat es nicht mehr aktuell. Haha! League Bug, cool, cool. So, macht einfach den Turm oder versucht den Turm zu machen neben der Sandra. Hat nicht so viel gebracht, ist einfach fast gestorben. Jetzt wurde er wieder angegangen im Jungle. Aber wird nichts raus. Da wird nichts raus. 4k Gold liegt mittlerweile für Nemesis Squad. Aber auf der anderen Seite auch eigentlich recht gutes Scaling, wenn sollte. Langsam jetzt ordentlich Damage machen. Mordekaiser ist auch noch recht stark, hat jetzt 4 Items. Auf der anderen Seite, der Trundle hat Highbreaker. Okay. Sehe ich auch nicht so oft, aber. Ich meine, das bildet sich nicht so oft, aber okay. Kein Trundle Main, I guess. Yumi hat 2 Items, Rakan hat 2 Items. Also ist jetzt. Bis auf Midlane eigentlich kein großer Item-Unterschied. Vielleicht noch ADC. Also er arbeitet jetzt in seinem 4. schon mit der Titanic Hydra, während Vayne gerade erst der 3. fertiggestellt hat. Drang ist in einer Minute. Mordekaiser findet hier 2 Mann, geht für die Uhr doch Silas und gewinnt das einfach, oder was? Der macht ihn einfach komplett fertig. Bock, oh, die Q, mistimed, aber reicht's trotzdem? Nein, das Healing, das Healing, das Healing. Er kommt raus, weil Mordekaiser die Q mistimed. Wo lieber auf dem Flank kriegt er den Rakan, er kriegt nicht mal den Rakan. Und es kommen alle mit 100 HP raus. Oh, wo lieber über den töten. Aber er hat doch gleich wieder weh, der Silas. EW und. Oh! Okay. Und schon? Brauchen wir nicht mal. Er tötet einfach hier. Okay, Diana geht auch nochmal rein. Stirbt dafür aber auch. Hat auch Sonjas. Mann, das Drecksalter ist Sonjas. 20 Sekunden bis zum Dragon und man hat gerade einfach 3 Leute getötet, die sind nicht rechtzeitig wieder da. Trundle versucht jetzt einen Innentop einzunehmen gegen Lissandra und nimmt ihn einfach neben der Lissandra. Lissandra ist ihm einfach komplett egal. Lissandra hat nichts mehr abgeultet, wurde alles, aber es bringt einfach nichts. Die Toplane in dem Feld. Aber das ist da oben, links oben, steht im Fernsehen so. Aber Red Games hat den Bug im Nash gefinkt, das ist ein Hexer Soul. Das müsste einfach kommen. Man kriegt den Dragon for free? Das ist Soul? Glaube ich. Ja, ist so. Trundle ist ja immer noch. Also Mordekaiser ist immer noch Trundle. Rakan kommt dazu und er dreht auch ab. Nash war ein 10. Wir haben jetzt Soul. Es wird aber jetzt auch
4 Items. Frage ist, hat Vayne jetzt auch noch ein Item? Nee, aber eine Stopwatch. Geil, noch mehr Sonjas und Stopwatch. Ist ja noch nicht genug in dem Game. Bolivia hat ein Amplifying Tome. Sonjas? Fließt nicht noch ein Sonjas. Oh, der Ender wird hier angegangen, wurde gecatcht. Haben wir den Damage für sie? Nemesis Squad ist sehr. Schaut einfach zu. Ach, okay, sie waren. Deathram. kann man aber die Nash dafür nehmen? Scheint so. Nemesis Squad macht keine Anstrengung, es zu verteidigen. Kriegt aber den Nash durch den Pick auf die Diana. Nash, Soul. Und das ganze Game hat sich wieder gedreht, ne? Ja, oh, Nemesis Squad schaut aber, ob sie mit denn hier den Inhalt dafür vielleicht kriegen. Haben sie den Damage dafür? Den, oh, der Volibear Flash Ult. Was Animation ist, das ist ja komisch aus. Aber kriegt man dafür was? Lissandra Aid auch rein. Flash ultet auf den Silas. Und der ist einfach permazitiert. Stopwatch, Smotwatch. Bringt auch nichts mehr. Und jetzt wird noch gechased. Vayne geht aggressiv rein. Ist aber recht low, wird angegangen. Die Rakan wird geflasht. Aber ist jetzt 4 Mann, 3 Mann im Midi-Range. Geht in Stopwatch. Überlebt sie, dass die um sie zu retten. Kann man das finishen? Woggy Woggy? Ist das finishable? Haben wir gerade einfach einen Turn gesehen? Ist es einfach. Ich will mir den Goldkrabben angucken. Es tut mir leid. Okay, ist gerade einfach abgeschützt. Okay, cool. Programm ist gerade abgeschützt. Sekunde. Gehen wir wieder hier auf das alte. Es tut mir leid. It is what it is. Müssen wir uns das wieder angucken müssen. Na gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schauen wir uns das hier wieder an. Ich schau mal, ob ich das wieder zum Laufen kriege. Während Ursi ja eh nicht so viel macht. Einfach ein Reset. Sollten jetzt auch ordentlich Gold haben. Das sollte eigentlich bleiben. Das auch. Danke. Hm. So, da ist das Programm wieder. So. Da. Wieder schöner. Jetzt sind die Icons weg, aber Icons egal. Brauchen wir nicht. Ja, also man hat mit dem Nash jetzt aber irgendwie nicht so viel angefangen, muss man auch mal sagen. Sollte bald ablaufen. Man hat den Midlane-Nip dafür bekommen, aber das war's auch. Top-Lane-Nip sollte jetzt gleich auch wieder respawnen. Mordekaiser wird hier angegangen. Hat aber noch Ult. Entscheidet sich zu ulten. Er ultet Silas. Silas hat aber auch Ult. Hat er die benutzt? Sehr verwirrend. Jetzt aber währenddessen Rakan stirbt fast. Silas stirbt der Mordekaiser. Oh, Rakan ist im Outtake noch gestorben von Vayne. Währenddessen Channel auf der Midlane kommt jetzt dazu, aber ist zu spät. It's too late! Kann man damit finishen mit der Wave? Man hat jetzt den Wave, man nimmt den Inhib. Bolivar schaut auf Ezreal, kriegt ihn aber nicht. Der Poke von Ezreal tut aber weh. Mit den Inhib ist auch wegbekommen, aber egal. Ich nicht so wichtig. Oh, Diana wird gecatcht. Bolivar deaktiviert die Türme, geht hier auf Diana solo, währenddessen das Team auf Trundle kriegt. Vayne noch den letzten Outtake. Oh, das Sonjas, aber es ist egal. Es ist egal. Oh, ist gegeben mit dem Comeback durch den 2 Catches auf Diana und Silas. Zucker. Zucker, Exec Soul geholt, danach noch den Nash geholt. Nash war jetzt am Ende abgelaufen, aber trotzdem basically damit gefinished. So wollen wir das doch sehen. Mit Game ein bisschen besser machen, aber naja. What the fuck? So. Eieieiei. Das war ein Game League of Legends, würde ich mal sagen. Holy shit.
Und da wird auch direkt ins nächste eingeladen. Die Jungs haben Bock. Jetzt habt ihr den Zorn. Diese ekligen Sounds. Mal gucken, ob ich. Ich glaube nicht, dass ich die Match. Dass ich euch ein Dingens geben kann, weil. Okay. Danke. So. Ich glaube, ich kann euch leider kein Postgame-Dingens geben. Mal gucken, aber ich glaube nicht, weil der Client kacke ist und Prime League sagt nein, weil Prime League halt die Lobbys auf Spectate Only, nee, in Lobby Only hat, also nur Leute, die in der Lobby sind, können spectaten und damit ist die API, kann die API von Red darauf nicht zugreifen. Ich kann aber trotzdem gucken, ob ich das vielleicht hinkriege, maybe. Maybe. So. Maybe. Sieht nicht gut aus. Mama Lauda. Nö. Ich mach mir nicht lauter. Kann ich kurz sagen, dass ich mich des Todes erschrocken habe? Ich wusste nicht, was es ist. ja, willkommen. Vielen Dank, DevilPad, für den Raid. Willkommen. Passend hoffentlich bald zum zweiten Game. Mal gucken, hoffentlich. Es wird gerade eine Pipi-Pause gemacht und ich mache keine Pause, weil ich sowas nicht brauche. Ja, scheint nicht zu funktionieren mit der Postgame. Schade. Red Games, eine Enttäuschung. Naja. Ich würde euch gerne das, ich könnte euch den Client nicht wirklich zeigen, weil es halt nichts bringt. Es hat alles verbuggt, weil Riot Games das nicht hinkriegt vernünftig. Dass das vernünftig aussieht, oder beziehungsweise dass das überhaupt Zahlen sind. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Was ist? Hilfe! Hier kommen Soundeffekte, die ich nicht kenne. Danke für den Follow, glaube ich, war das. Vielen Dank. Jesus, hier sind Effekte, die ich nicht kenne. Das ist sehr, sehr scary, Mary. Jetzt funktioniert es nicht, oder was? Ach, Menno. Wieso ist das denn so schwer für Riot Games, dass diese blöde Postgame-Lobby funktioniert? Kann doch nicht so schwer sein. Riot Games. Es ist scheinbar so schwer. Okay, vielleicht Zeitslash eben kurz. Es wurden diese Seiten ausgewählt von. Also, Teams bleiben auf der gleichen Seite. Das ist ja Prime League-Regelwerk, dass jedes Team einmal Zeitselection hat. Nicht wie man vielleicht erwartet hätte, dass sie jetzt einfach Seite tauschen, damit die nochmal auf jeder Seite spielt, falls Hin- und Rückrunde ist. Nein. Ja, jeder hat Zeit-Selection. It is what it is. Hm.
Da wir vielleicht doch noch ein bisschen länger hier Pause scheinbar haben. Ich gehe 2 Minuten, 3 Minuten Pause. Könnt ihr jetzt Pipi-Pause und sowas zu sein? Ich wünsche euch eine schöne Pause, bis in 2 bis 3 Minuten. So. Hallo. Ich hab's hinbekommen. Die wollen schon ins nächste Game, aber wir schauen uns eben noch schon ganz schnell die Statistiken von gerade an. Da sehen wir den Throne. Da sehen wir, wo wir den Dragon bekommen haben und wo wir den Nash bekommen haben. Schön am Ende hier. Sehr, sehr heikles Thema. Sehr, sehr Achterbahnfahrt war das ja schon fast. Ja, und auch Damage Graph, ich meine, sind wir überrascht, dass der Mordekaiser da muss Damage gemacht hat und der Trundle fast, sogar weniger Damage als die Yumi gemacht hat. Das hat er geknallt, der Junge, auf der Top Lane. Deswegen, mal schauen, wie es im nächsten Game ist. Achso, die waren noch nicht, das tut mir leid. Naja, der Trial Damage hat schon 4-mal so viel Damage gemacht, das ist schon ordentlich. Also, Heidewitzka. So, dann warten wir noch ein bisschen. So. Dann gehen wir in die Champions League. So, nehmen wir andere Bands, ich bezweifle es, ich glaube. Also vor allen Dingen auf USG-Seite kein Grund, irgendwelche Bands zu ändern. Ich schätze mal, exakt nicht, wann es Karma-Lulu wurde sein. Auf der anderen Seite hat man den Sek-Bann vorgeschoben, um Volkan gar keine Hoffnung zu geben, dass man den Sek irgendwie auch nur ansatzweise kriegt.
Er sagt zu Recht, der Junge spielt Zack wie ein junger Gott. Rüdiger nimmt man jetzt auch noch raus. Das heißt, Worker wird hier ein bisschen gefokust. Was hat man letztes Mal noch gebannt? Vega und Jinx. Jinx? Okay, Jinx. Oh, man hat sich sogar für einen anderen Bann entschieden. Den Silas-Bann, aber jetzt ist ja Udi offen. Und auf der anderen Seite hat man sich auch noch für Mordekaiser-Bann anstatt für einen Jinx-Bann entschieden. Geht man jetzt für den Udi auf Seiten von Nemesis Squad? Er wäre offen. Will man jetzt probieren? Na, ist gar nicht auch gut. Eigentlich noch recht gut am. Oh! Okay, sehr hohe Payoff Jinx. Man scheint zu wollen, nicht zu wollen, dass Savix die Jinx kriegt. Hat Angst vor Jinx oder man möchte einfach die Jinx selber haben. Weil Komfort. Aber wir wählen ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und die Diana. Das heißt, scheinbar ist Udi egal. Was mich wundert. Ich hätte Udi eigentlich im aktuellen okayen State zugesprochen, hätte ich dem Jungen. Und dementsprechend hätte es mich jetzt noch nicht gewundert, wenn wir den hier sehen. Auf der anderen Seite, was ist denn noch offen? Man könnte den Vega hier nehmen, der letztes Mal weggebannt wurde. Man könnte sich aber auch wieder für eine Vayne entscheiden, wie man es gemacht wurde. Oder an den Mordekaiser wurde rausgekommen diesmal. Caitlyn. Wurde gebufft durch den B-Patch. Ich glaube halt mehr AD oder so, weiß ich nicht. Keine Buffs, die waren nicht groß. Man schätzt sich trotzdem, und do it. Ich will einen Pike. Aber Vega ist auch auf mich, will auch einen Vega. Oh, Pike, let's go. Piken. Das war kein gutes Geräusch. Und die Champs Leg wurde gedodged. So, Sekunde. Ich habe damit nicht gerechnet, dass gedodged wurde. Tut mir leid. Okay. Dann haben wir wohl noch ein bisschen mehr Zeit, um über das letzte Game zu reden. Weil scheinbar gab es Probleme. Ein DC auf Seiten. Bei einem der Teams. Und deswegen warten wir kurz. Bis die Person wieder da ist. Und dann schätze ich mal, dass man den Draft wiederholt. Bis. Also selbe Pick, selbe Bands. Bis zum. Der Pike Pick wird auch noch mitgenommen. Ich schätze mal dann. Is whatever. Yep. Nochmal erinnert, dass der Pick- und Bannphase gleich bleiben muss bis zum Pike-Bann. Pike-Pick. Pike-Pick. PP. Dann mal schauen. Wann die verlorene Person wiederkommt. Währenddessen. Ach, fuck, da kriegen wir noch was letzte Game. Ich hab irgendwie. Ich weiß, ich hab nichts zu sehen. Das ist für schon, was letzte Game nochmal haben. Was haben wir denn nicht drüber geredet? Goldlied war nicht mal so weit, 6k nur. Allgemein maximal der Goldlied war am Ende sogar nur 6k, der höchste davor war 4k auf Seiten von Nemesis Squad. Sonst irgendwas Spannendes. Der Silas Damage ist ein bisschen weniger, als ich das Gefühl hatte. Ich hatte das Gefühl, der hat mehr Damage gemacht, als es in den Zahlen da wirklich drin steht. Sonst? Ich könnte gucken, ob. Können uns die Pick-and-Bun-Order vom letzten Mal noch angucken, aber da sehe ich jetzt auch nicht den Sinn drin. Da habt ihr die, oder auch nicht, da ist auch nicht die Pick-and-Bun-Order. Sorry, ihr habt nichts. Dadurch, dass wir eine neue hatten, ist sie doch nicht da. Aber ich hoffe, dass wir jetzt langsam wieder in Champs-Leg gehen. Und das tun wir auch. Ich wusste nämlich auch nicht mehr, wie ich die Zeit rumkriegen soll. Danke. So. Selbe Picks, selbe Buns, das heißt, wir können das hoffentlich hier Speedrun. Karma, Zack, Lulu, Bolivar, Silas und noch. Was noch? Ich hab schon wieder vergessen, dass du mir. Was war noch? Was haben die noch gewonnen? So. Mordekaiser, Ju.
Wukong, Chris Pick, Wukong, ein 10 starker Jungler immer noch. Ich weiß gar nicht mal hin, ne? Wukong. Wird diesen Patch nicht genervt, wird 13er Patch genervt. Also ist noch unfassbar stark, sieht man in der LC und überall ja auch. Noch sehr hohe Prio. Dana eigentlich nicht so OP, aber haben wir letztes Game auch gesehen, also scheinbar doch recht wichtig. Und man geht hier für die Soraka, um den Pyke zu countern. Ist ein ziemlich nerviges Matchup für Pyke, weil Pyke charge Q, Soraka drückt E, Pyke charge nicht mehr Q. Ist auch nicht so funny für Wukong, weil Wukong E rein, Soraka drückt E auf Wukong und Wukong macht nicht mehr so viel. Verwechsle Feigheit nicht mit Weisheit. Band hier noch den Swain. Man scheint jetzt wirklich sich auf Top-End zu fokussieren, weil man scheinbar dachte, dass das letzte Game das Problem hat, die Top-Lane. Will jetzt einfach ein bisschen mehr von Johnny Bilder rausnehmen, also der Swain, der Mordekaiser, Fürstenroter und jetzt auch noch der Victor auf der Midlane. Das heißt aber auch, Vega ist auf. Man könnte sich jetzt auf Seiten von Nemesis Gott. Oh ne, wait, nevermind. Vega ist nicht auf, weil ich ein Ache bin und wo es G selber Vega gewandt hat. Und so auch die Anivia. Das heißt, der Midlane Pool ist ordentlich reduziert. Was haben wir denn noch auf dem Midlane? Was sagt euch starkes Quirky? Also hier. Boah, der Ohrenpick. Juicy. Das ist ein guter Pick hier. Nicht mehr so viele Hardcounter zur Verfügung. Mordekaiser wäre einer der gewesen. Ist nicht mehr da. Was entscheidet man sich jetzt auf Seiten von Johnny Builder? Mundo vielleicht? Oder was könnte man denn noch gehen? Ich weiß es nicht. Oh, Vladimir. Aber ich glaube, das ist Midlane. Glaube ich. Schätze ich. Und Camille. Ist nur ein Hover, aber man entscheidet sich für die Camille. Gutes, oder eigentlich okayes, und doch schon ein gutes Matchup für Camille geht zu Urm. Aber ich sehe den Value von Soraka hier halt schon insane hoch, muss ich auch sagen. Sehr, sehr nervig für Camille, Pyke und Wukong. Dieses Silence-Feld. Kaelin sollte nicht in welchen Wechsel. Und man entscheidet sich für Orianna Last Pick. Sowas liebe ich ja. Orianna Last Pick. Man hat. Orianna ist ein guter Blind Pick. Man könnte die immer pingen. Eigentlich, es gibt nicht schlechte Matchups. Also es gibt schlechte Matchups, aber nicht wirklich meta-schlechte Matchups. Allgemein, obwohl. Na, sie ist okay. Man schätzt sich für einen Last Pick. Für einen Orianna Last Pick. Ich habe mir was Spicy gehofft. Keine Ahnung. Was Cooles. Und nicht Orianna. Deswegen bin ich einfach enttäuscht. Ich glaube auch, dass Orianna aktuell in der Meta nicht so geil ist. Hätte ich so gesagt. Und auch gegen Vladimir kann ich mir das eigentlich nicht so gut vorstellen. Mit Orianna ist die actually ein terrible pick. Hier, wenn ich drüber nachdenke. Ich sehe einfach die Value von Orianna hier nicht. Also Shu, du hast eine Dana-Orianna-Kombo. Aber ne, den Orianna-Pick sehe ich hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ehrlich, der sagt. Aber, ich meine, vielleicht kann er mich auch von anderen überzeugen. Aber trotzdem hat man halt eine insane gute Team-Kombo, ne? Also muss man halt Nemesis Squad trotzdem überlassen. Die drücken einfach Ult und das ist so eine simple Kombo. Die haben mit Ohren eine Frontline und Engage, die haben mit Dana Engage und oder Follow-Up. Mit Orianna haben die ein bisschen Peel und Follow-Up. Jinx ist einfach ein insane guter DPS. Und Soraka halt einfach One des Todes, also oder auch Jinx, also kann die halt so gut unterstützen. Auf der anderen Seite hat man halt eher so eine, ja, Solo-Q-Kombo ist vielleicht, na doch, ist schon Kombo, muss man sagen. Wo ich dann halt doch schon Probleme sehe, was den Engage angeht. Die haben jetzt nicht so einen simplen, schönen Engage auf Soraka oder auf eine Jinx. Man muss mit Flanks gucken, man muss mit Hooks gucken, man muss irgendwie Picks schauen.
Wukong ist halt. Okay, Wukong ist decent engaged, aber du hast halt eigentlich wirklich einen guten Follow-up. Weil halt niemand so einen nice Dash hat, Pike, I guess. Aber Vladimir muss dafür reinghosten wahrscheinlich. Und der will eigentlich auch eher flanken. Dasselbe mit Camille möchte eigentlich auch eher lieber flanken. Haben keine straight up Frontline, außer der Wukong geht hier auf Tank. Also, ich bin nicht überzeugt. Aber dafür hat man recht starke Lanes. Also, ich würde eigentlich fast jede Lane winning sagen. Botlane ist vielleicht ein bisschen contested. Aber sonst eigentlich jede Lane winning auf Seiten von OSGG. Ich meine, Vladimir, Orianna. Vladimir wird wahrscheinlich einfach reingepusht, aber nie Kill Threat auch von Seiten Orians. Und auf Level 6 hat, hat Vladimir einfach Kill Threat. Also mal. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da wird man, glaube ich, nicht so leicht zurückkommen können wie im letzten Game mit der Combo. Da muss man Lanes gewinnen und dann wahrscheinlich über gewonnene Lanes das Game gewinnen. Puh. So, 10 Sekunden haben wir noch. Gehen hier wieder kurz rein und warten darauf, dass das Game losgeht. Ich muss wieder Einstellungen machen, also. Right Games. Kann ich aber schon mal die Rune eigentlich wieder sagen, wa? Was haben wir denn hier so Interessantes? Irgendwas Unkonventionelles. Wukong auf PTA. Der Junge hat seine Runen nicht geändert. Tim hat seine Runen, glaube ich, nicht geändert. Außer ich habe irgendwas verpasst. Was natürlich auch sein kann. Also definitiv sein kann, aber warum? Ah, jetzt. So. Mach die Augen zu, wir sehen die Runen von Wukong einfach nicht. Wer hat Conqueror mit? Toll. Oder, ja, I guess. Ist halt. Also ich kann mal nachschauen, aber ich bin mir recht sicher, dass PTA Wukong nichts ist. Also ist zumindest nicht stark ist. Oder nicht Meta ist. Vielleicht ist es stark. Vielleicht holt er jetzt hier die beste, ja, 0,3% Pickrate, wenn er 49% gewinnt. Okay, Toplane wieder aber schon angegangen. Hawkshot sitzt und das ist einfach ein guter Trade. Man kriegt die Welt den Kill nicht kriegen, aber das ist ein insane guter Trade für Camille. Au, wow, 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 wow. Beide Jungler starten wieder unten. Was ich mich frage, hat Tim das schon realisiert, dass er PTA mit hat? Oder wann realisiert man sowas? Manchmal realisiert man es ins Champs League und manchmal realisiert man jetzt erst so 15 Minuten Game. Warte mal, ich habe PTA. Oh, ja, das ist Anarchy. Auf dem Botname wird die direkt Unhook sitzt nicht. Dafür sitzt die Soraka hier und das ist ein guter Trade auf Seiten von Nemesis Scott. Noch ein guter Trade. Ah, die Soraka-Qs, die sammeln sich so langsam. Da tut weh. Oh, der Hawkshot sitzt. Hat man Precision Protocol? Ja. Haben wir die zweite? Ne, kriegt man nicht. Oh, aber der Pike. Ja, okay. Schleudert sie jetzt eigentlich. Aber die Trip sitzt. Keine Trip. Aber es reicht nicht. Flash wird gezogen. Hier wird gezogen. Exhaust wird gezogen. Für das Signal. Sehr guter Trade auf der Ball. Das habe ich nicht übergerechnet, dass auf einmal. Dass die auf einmal so hat. Stopp. Crazy. Aber.
E-Sport ist. Oh, der Hook sitzt schon wieder, aber man kriegt leider nichts damit. Zeug hat auch Wegeskillt. Dennis ist schon oben. Während Wukong halt jetzt erst bei den Wölfen ist. Ist da was passiert? Wieso ist er so langsam? Also Schuhe Diana ist schneller, aber sollte nicht so viel schneller sein eigentlich. Okay. Guck, trifft nochmal der Bonescuber. Entscheiden sich jetzt für ein Reset oder. Okay, man scheint noch zu stayen. Man möchte nochmal vielleicht schauen, ob man das punishen kann, dass noch Hirn und Exhaust down sind. Oder man geht für die Krabbe. Diana resettet währenddessen im Trailbush. Johnny Bilder hat sich wieder für den Cheetah Reset entschieden, hat sich für einen Longsword und Contourword entschieden. Okay. Hätte man da vielleicht nicht auch mit hingehen können? Ja, macht man jetzt auch. Pike schaut auf die Midlane. Caitlyn ist auch da. Ghostwater Dive ist noch nicht aktiviert. Jetzt der Hook. Jetzt setzt sich aber Flash. Ignite gezogen. Oh, Ghostwater aber auch benutzt. Oh, der Hawkshot sitzt. Der Hawkshot, nicht Hawkshot, Hawkshot ist Kamel. Er ist, Quinn. Wir haben das in Flash bekommen. Aber, Wukong ist halt noch Level 3. Warum war der so langsam? Mein Conqueror bringt ihm nichts, weil ein Kleiner auch PTA bringt ihm entsprechend auch nichts, aber trotzdem. Sehr verwirrend. Denn da war jetzt schon weg. Startet den zweiten Clear. Oh, der Hookshot sitzt schon wieder. Und das sind einfach gute Trades auf der. Und das ist halt das Top-Layer-Match. Ach, das Ding schon wieder. Ich muss es wieder. Egal. Ich lasse es an. Sieht super aus für dich. Überhaupt nicht verwirrend. Wukong startet jetzt auch den zweiten Clear. Aber nicht mehr ganz. Er geht scheinbar zu den Raptors. Man könnte für den Dragon schauen. Man hat. Er hat nicht wirklich viel Dragon Damage mit Wukong allein, da wird er wahrscheinlich Hilfe brauchen. Soraka gewardet den aber schon. Und Diana ist jetzt mit dem zweiten Clear fertig. Ist jetzt ein knackiger. Well. Da haben wir eine Pause. Midlane hat scheinbar ein Disconnect. Und jetzt warten wir. Naja, währenddessen, was können Sie mal ein bisschen umschauen? Was für Items haben wir denn so? Oran hat sich eine Tier geholt. Okay. Oran hat auch eine Tier. Okay. Ich. Oran Tier mag ich nicht, aber nein. Was haben wir noch so? Pickaxe jetzt fertig auf Caitlyn. Währenddessen die Jinx. Nur mit einem Longsword, Dagger und Bützchen. Vladimir hatte glaube ich mit dem Daxi gestartet und hat sich jetzt noch einen Amplifying Tome geholt. Oh, und es geht weiter. Okay, das ging schneller als erwartet. Wir haben einen kurzen Lag, weil Spectator. Das ist leider nicht, ob ich vorspulen muss oder ob der sich von selber löst. Kann sein. Dass er sich von selber löst, kann sein, dass ich aber auch spulen muss. Einen funktionierenden Spectate-Client zu machen, ist halt auch schwer. Okay, es scheint von selber weiterzugehen. Scheint sehr schwer zu sein. Wir werden anhand von Night Games hin. Oh, das Ding sollte natürlich nicht mehr da sein. So, Level 6 auf Lightning. Das heißt, er hat jetzt Kill-Pressure. Vor allen Dingen Ignite und Ghost sollten baldisch wieder ab sein. Oh, Midlane schaut jetzt aber. Der Wukong schneidet für Midlane Gang. Hat keine Ult. Haben sie den Damage dafür? Orion hat noch Barrier. Das PTA blockt. Oh, reicht die Vladimir Ult. Barrier. Es reicht. Ich glaube, in dem Moment, in dem Barrier abgelaufen ist, ist die Vladimir Ult geprockt. Sonst hätte das, glaube ich, nicht gereicht. Aber PTA Wukong hat ja da mal den Damage des Jahrhunderts gemacht. Meine Güte. Richtig worth. Ist einfach eine Early-Game-Rune.
Das war Taktik. Er will jetzt Early Game hier Dinge machen, Leute Head bringen und dann ist das nicht so schlimm, dass er später ein Team, weil es keinen Konken hat. Jetzt Pike Dash nach vorne, wird aber sofort vom Silence Feld abgebrochen. Und die Flame Jumpers stunnen ihn dann nochmal. Währenddessen, Wukong macht den Dragon alleine, aber man hat keine Bonnet-Prio. Wenn Diana das hier sieht, dann ist das ein absolutes Desaster. Diana sieht das jetzt. Oh, man hat doch nicht Dragon. Er hat einfach nur geschaut. Er stand da einfach nur. Währenddessen, jetzt fängt Nemesis Squad aber den Dragon an. Will man das contesten? Orianna Move zuerst scheint nicht so. Vielleicht geht man für den Steal auf Seiten von Wukong. Beide haben noch das 450er Smite, aber der Händler kriegt, und das ist jetzt eine ganz schlechte Situation für Wukong, er muss rausflashen, der Bounce trifft auf der Händler, aber man kann nichts draus machen. Und das ist der erste Dragon für Nemesis Squad. Hat dafür so noch einen Flash von Wukong bekommen und Toplane. Wait, mir fällt jetzt Toplane. Ist das ein Bug? Ich refresh sicherheitshalber. Eben kurz. Es ist kein Bug. One hat 18 CS. Ich bin jetzt kein Top-Lane-Experte, muss ich leider sagen. Aber das ist nicht viel. Also, ich meine, Schuhe, er hatte jetzt so große Wave, aber auch. Also, One unterm Tomb CS ist jetzt nicht so spaßig. Er hat eine riesige Wave sogar. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Also, er wird trotzdem einen großen CS-Defizit haben. Ha, weg damit, Schmutz. Mag das nicht. Das erschreckt mich die ganze Zeit. Können wir uns. Okay, mitnehmen wir jetzt Angang. Ich mach das eben wieder weg. Das hat doch nicht funktioniert schon. Oreo trifft 2. Ghostwick zündet. Diana ist da, hat Ult. Aber wird auch von beiden getroffen. Oh, auch keine Ult. Und wird einfach gebürstet. Und jetzt Vladimir in 2 gegen 1. Kriegt er vielleicht noch den Heal raus. Diana flasht drüber. Geht aber wieder rein in den Pool. Hat auch noch ein 2. E und das ist noch ein Kill für Diana. Und das war's nicht. Währenddessen Botnet wird jetzt angegangen. Der Hook sitzt. Oh, haben wir den Damage dafür? Kaden wird gesilenced, fällt. Haben wir den Damage? Soraka hier nochmal und es sieht nicht danach aus. Ignite Pop benutzt. Exhaust wird auf Seiten von Nemesis Scorp benutzt. Aber kriegt nichts dafür. Jinx hat jetzt Ult. Man muss jetzt aufpassen. Oh, Toplane geht rein. Hauptstadt sitzt. Die Ult sitzt auch. Botlane wird aber auch gefightet. Pike hat jetzt Ult. Oh, aber die Jinx will einfach die Kette haben. Es passiert so viel. Aber es passiert doch nichts. Es passiert viel, aber es passiert doch nichts. Die fighten viel, aber es stirbt niemand. Und hat scheinbar geultet. Also, beiden Seiten die Ults jetzt benutzt. Call of the Forge God und Hextech Ultimatum damit raus. Oh, hat immer noch halb so viel CS. Wukong findet jetzt Diana, die am Shoppen ist. Gibt ihr eine Q und Dash wieder raus. How to be a nuisance 101. Diana geht jetzt back. Versucht man dann hier einen Dive und weiß es nicht, dass sie back ist. Oh, man schaut aber trotzdem da. Die haben Ult. Und hat aber auch Flash. Camille hat kein Ignite und kein Hextech Ultimatum. Währenddessen Midlane Shorty für einen Trade. Wukong Ult ist ab. Pike kommt auch nach oben. Hat auch Death from Below ab. Geht man hier für den Dive? Das sieht so aus. Man fängt mit dem Hawkshot an. Und die Ult trifft. Death from Below trifft. Oh, der Henna. Camille überlebt so knapp den letzten Turmschuss. Und das ist ein cleaner Dive gewesen. Er hat das Gold bekommen. Also Schuhe. Ach ja, okay, nein, das hat wieder. Ich nehme alles zurück. Währenddessen Botlane. CS-Lead von 10. Ist jetzt nicht so, aber hat auch ein großes Werfer, also könnte sogar noch mehr gleich fallen. Mit einem Even. Dafür im Jungle der CS-Lead für Diana. Die hat fast doppelt so viel. Okay, Diana geht jetzt auf Pike, aber daraus wird nichts. Aber der Harap wird nebenbei gemacht. Wenn Diana das sieht, Camille hat TP. Ornn ist aber schon da. Mit einem Move auf Seiten von. Ja, man muss ihn abbrechen. Währenddessen. Die Botnen einfach weiter getradet. Und mit Lane wieder ein Disconnect. Ich habe das Gefühl, das werden wir jetzt ein bisschen öfter sehen. Funktioniert das eigentlich? Ich möchte eben kurz gucken, ob das. Es funktioniert nicht, weil wir Pause haben, stimmt. Na gut. Ja.
Zweite Pause. Ich schätze mal von... Ich gehe davon aus, mal mehr, weil der Midlaner scheint starke Internetprobleme zu haben. Irgendwie kriegt er das gefixt, damit wir ein vernünftiges und faires Game kriegen. Ohne dass Nemesis Squad hier jetzt groß im Nachteil ist, weil Internetanbieter von N5 Madov, wie auch immer das ausgesprochen wird, sagt, dass der Junge nicht spielen darf, oder das Mädchen. Das wäre natürlich kacke. Es ist leider auch nichts passiert seit der letzten Pause. Oh, okay, es geht weiter. Das heißt, wir haben jetzt gleich wieder diese komische Awkward-Pause. Geht zumindest stark von aus. Ja, da ist diese komische Awkward-Pause. Riot Games. Wir sehen, Vladimir kriegt ja den Minion. Schafft der Autotech es gerade noch so oder kriegt der Minion? Oder kriegen die Minions den Minion? Der Autotech fliegt. Ich glaube, da fliegt ein Autotech, aber sieht. Das sind so Blutpartikel. Er hat den, glaube ich, nicht bekommen. So, kurzer Turn auf Botnet. Diana macht den Dragon Wukong. Wurde nicht gespottet vom Wukong. Man geht ihn nochmal für den Ohren, während Diana den Ding jetzt macht. Und der wird hier einfach gestrappt. Eh sitzt. Ultimatum trifft auch. Und er will über die Warnflaschen und trifft. Kann es auch machen. Sobald Tex durch Ultimatum ausgelaufen war. Jetzt hat man gemerkt, oh, Dan hat die ganze Zeit nebenbei den Harald gemacht. Das ist natürlich doof. So, währenddessen Botnellen. Guter Teil für die Jinx. Dragon ist in 7 Sekunden wieder ab. Nemesis Squad ist im recht guten Positioning dafür. Währenddessen. Red Mars jetzt nicht unbedingt. Pike ist Toplane. Kellen ist eingepusht. Wukong macht Raptors den geben. Die müssen es aufgeben. Ich glaube nicht mehr, dass das schaffen. Auch wieder sehr gute Vision Control von Nemesis Squad. Muss man auch mal wieder loben. Ja. Ich habe ein bisschen mehr Action erhofft, muss ich leider sagen. Das hier denken wir nicht so viel. Ich habe jetzt hier so. Keine Ahnung. 5 Kills pro Minute, so ungefähr. Oder ein Kill, hoffe ich. Zumindest ein halber, das ist ja nicht mal ein halber Kill pro Minute hier. Drittel Kill pro Minute oder sowas. Das ist Schmutz, ey. Jetzt aber mit denen. Komm. All in. Ja. Rost Ignite wird gezündet. Ult auch. Pike ist auch da. Barrier wird gezündet. Flash auch. Reicht es aus? Nein, aber man geht für den Dive. Die Ult trifft nicht. Swarka Ult wird auch noch benutzt. Tommy wird jetzt auch gefightet. Call of the Forge Card wird benutzt. Trifft auch. Aber mattert das? Ich glaube nicht. Denn Camille hatte ihr First Item fertig. Oh, Pike. Oh, oh, Diana. Trifft. Ja, okay. Trifft, aber hat kein Damage. Damit schon wieder Toplane. Im Warming One stärker. Mal gucken. Geht das? Die Balken sind leider nicht vorhanden, aber wir können die Zahlen gucken. Da sehen wir, dass tatsächlich Diana das meiste Gold hat, gefolgt von beiden Solo-Dänner von OSGG. Und Ohren mit weniger Gold als Pike. Und nur 500 Gold mehr als als Soraka. Also der Junge ist komplett arm. Wird kriegt jetzt ja vielleicht Hilfe. Diana ist oben. Bei mir muss ja auch passen. Ja, okay. Man dodgt die Ult mit dem Hookshot. Und das ist keine Bedrohung. Jetzt mitnehmen wird Angang. Oh, der E trifft nicht von Pike. Hook trifft auch nicht. Und damit jetzt Orianna. Safe. Kann einfach rauslatschen. Und Botlane. 25 CS sieht obwohl Pike rechts viel roamt. Also, das wundert mich ein bisschen. Ich meine, ja, Captain hat mehr Range und kann eigentlich recht safe haben, aber trotzdem. Also, es ist 25 CS, fast. Ja, 26 CS sogar schon. Auf einer Lane. Oh, das ist ja wunderschön gewesen, von Tim den E da abzubrechen. Und die Ult von Death from Below von Pike tötet ihn. Guter Gank. Und dann haben wir den Schwachpunkt von Nemesis Squad ausmachen nehmen können. Ausmachen können und versuchst jetzt zu punishen. Währenddessen Botlane ist immer noch fein. Also,
Okay, jetzt wird aber vielleicht Caitlyn hier gedived. Was hat man ab? Okay, man nutzt auch den Harald. Man muss aber trotzdem weggehen anstelle von Caitlyn. Weil der Turm ist weg. Er gibt also das Gold an. Ja, aber den Turm hätte man halt auch ohne Harald nehmen können. Na egal. Mal schauen, ob sie jetzt noch den zweiten Dash auch noch durchkriegen. Der Pike wird jetzt gleich der Erinnerer finden. Sieht nicht so aus, als würde der zweite Dash durchkommen. Okay, Diana hat Q trifft, geht rein, aber Pool. Macht nichts. Oder Champion. Nein, hab. Okay, Hawkshot trifft nicht auf der Midlane. Ultimatum ist nicht ab. Reicht der Damage? Okay. Ich hab kurz gedacht, ey. Oh, aber die Oriana Ult trifft. Wird zurückgeschleudert. Kommt er noch raus? Er hat keinen Hawkshot mehr. Und nope, er kommt da nicht raus. Jetzt ist Pike auch noch in einer misslichen Situation. Kann aber einfach rausgehen. Ist da draußen. Speedbar von Diana. Sie schaut. Kriegt sie dann wieder aber geultet von Vladimir. Wukong überlegt. Hat aber keine Ult. Und man geht einfach raus. Okay. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Oh, aber okay, Köln. CWX schaut, ob er da noch einen Kill kriegt. Tim covert ihn, aber scheint nicht so, als würde man da was kriegen kann. So. Währenddessen sehen wir die ersten Mythics auf beiden Seiten fertig. Ja, zurück zum Night Harvest. Night Harvester. Ich glaube, es ist einer der schlechtesten Mage-Items in-game aktuell, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, dass sowas gebaut wird noch, aber Vladimir ist halt auch ein Champion, den ich recht selten sehe, deswegen kann ich jetzt keine Aussage dazu treffen, dass er hier vielleicht Rocket Belt oder sowas hätte kaufen sollen. Scheint für die Assassination hier gehen zu wollen mit Night Harvester. So. USG muss jetzt aber den Draco testen. Das ist der dritte Drache für Nemesis Squad, wenn sie den kriegen. Kamel move runter, Ohren ist schon unten, Wukong ist noch auf dem Weg. Man hat hier gute Vision. Bin ich eigentlich rangezoomt? Ich bin die ganze Zeit rangezoomt, ne? Nur, dass ich so wenig sehe. So. Sieht man ja auch mal was. 17 Minuten in Game. So. Viel besser. Meine Güte. Ah, die Vision Control, jetzt ist langsam aufgelöst, also jetzt gar nicht mehr so viel Vision Control, aber der Vision da im Pixelbrushen Mord ist super wichtig. Man sieht eigentlich die ganze Zeit OSGG mit dem Mord da. Währenddessen hat man jetzt nicht so viel Ahnung. Oh, man geht rein, die hexische Meltem auf die Soraka. Silence Feld sitzt, oh, Call of the Forge God trifft, niemand wird abgebrochen durch irgendwas und jetzt die Oriana Ult trifft zwei, haben den Damage, wo ist Caitlyn? Caitlyn, oh, hittet da oben. Gittet auf die, oh, die Diana, aber Jinx, oh no. Jinx räumt währenddessen den Teamfight auf der unteren Seite des Teamfights auf und ist denn noch, ne, Triple Kill. Das war ein sehr gesplitterter Teamfight. Das war sehr verwirrend. Sorry. Und das ist der dritte Dragon auch. Also, das war ein bisschen verwirrend. Dragon Gage war okay und hat Soraka fast bekommen. Call of the Forge hat, glaube ich, Fukong oder sowas abgebrochen. Dadurch hat er, also seine Reaktivierung wurde abgebrochen, sein zweiter Dash. Deswegen ist sie einfach nur so durchgeflogen. Aber irgendwie hat man nicht auf die Jinx kommen können. Und das war das größte Problem. Die hat einfach freehitten können, kein Problem gehabt. Und währenddessen hat Caitlyn versucht, mit einem Geld Force halt Diana zu töten. Das bringt halt nichts. Also. Das wird eine Tank Diana. Allgemein Geld forciert ist ein bisschen fragwürdig. Ich hätte da vielleicht lieber, was hätte ich lieber gesehen? Ein Kringsler. Ich glaube, gegen so viele Tanks, also gegen Ohren, Diana, Tank, ist glaube ich schon fein. Jetzt entscheidet man sich aber für den Harald noch zu gehen auf Seiten von OSG. Man hat immer noch ein 1000k Goldlied ungefähr, hat dafür halt aber keine Drags. Und das könnte halt später in den Popo beißen. Es ist nur Cloud Soul, aber. Na, nicht so schlimm eigentlich. So, Diana trifft Q. Egal. Jinx ist jetzt aber. Okay, nee, Vladimir ist jetzt in einer ganz schlechten Position. Hat noch Pool ab, muss er ihn benutzen. Nee, er kann einfach rauslaufen. Aber den Waveclaw, um das dem Blend zu treffen? Ich glaube nicht, nee. Der Turm wird einfach fallen, vor viel. Versucht man hier für den zweiten zu gehen. Diana geht rein. Kann aber nichts machen. Die pushen hier weiter. USGG macht nicht so viel.
Orianna Ult trifft auf Pike. Er stirbt durch den Auto-Tech von Jinx und die pushen hier einfach weiter. Hallo? Mars? Hallo? You there? Okay. Da hat man gerade einfach zwei Türme aufgegeben für nicht so viel. Ich schaue jetzt noch, ob man vielleicht hier noch jemanden findet. Aber jetzt wird Wukong gefunden. Die kann rauswehen. Und Topman kriegt man dafür zwei Türme. I guess Hawkshot sitzt. Hawkshot, Hook. Wie heißt das Ding? Hawkshot. Hawkshot ist immer noch Quill. Komisches. Hawkshot. Englisch ist schwer. Man kann den aber nicht töten. Vielleicht jetzt mit dem nächsten. Aber man muss jetzt aufpassen, das sind drei Leute resettet, währenddessen wird Midlane durchgepusht. Das war jetzt actually worth it oder was? Oh, die Diana Flash Ult auf Caitlyn. Und sie stirbt einfach. Und Vladimir ist jetzt auch in einer schweren Situation. Karel kommt von oben, muss aber eigentlich wieder direkt wieder rausgehen. Ja, und tut's auch. Holy moly. Aua. Da hätte Caitlyn ja gar keine Schinder. Das ist Tank Diana. Frechheit. Okay, der Ender wird reported, hat den Webbuff selber genommen, anstatt Jinx zu geben. Love it. Als ADC-Main, 21 Minute, Jinx 4-0. Webbuff, Schmettbuff. Pike wird jetzt angegangen, wird abgebrochen durch die Ult, aber nicht genug Damage, um den Pike zu one-shotten. Man ist immer noch im Goldlied. Verwirrt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das sind immer noch, immer noch leider keine Balken. Ich glaube, das hat irgendwas mit OBS zu tun, aber naja. Was sehen wir denn da so? Ja, also die. Katana ist so far ahead. Jinx ist gar nicht so far ahead gegenüber, Gold-wise, I guess. Aber XP-wise ist sie gar nicht so far ahead. Also könnte schlimmer sein zumindest. Aber Diana ist halt out of this world. So, 50 Sekunden Dragon und ich sehe einen gefährlichen Controller für den Flanker für Ohren. Man könnte halt natürlich einfach Front to Back spielen, aber der Ward da, okay, der ist jetzt gerade replaced worden, Anaki. Ich glaube, das wäre ein guter TP-Flank geworden gewesen für Ohren. Vielleicht ein bisschen weit hinten, aber trotzdem okay. Währenddessen auch ausgegeben hat, jetzt mit dem Prio. Versuchen jetzt die Vision zu klären. Es ist wichtig, dass sie den Dragon. Ja. Wichtig ist übertrieben. Sie wollen hier, glaube ich, nicht die Soul abgeben. Es ist nur eine Cloud Soul, aber Soul ist halt trotzdem noch recht stark. Währenddessen schaut der Henne jetzt für einen Engage, findet ihn aber nicht. Pike trifft. Oh, die Vladimir Ult hat vier Mann, glaube ich, oder drei Mann getroffen. Und jetzt die Henne Ult trifft auch zwei Mann, aber die Carries und Vladimir ist instant tot. Jetzt Camilla in der Backline auf Jinx. Stirbt sie. Die Soraka Ult halt so viel und man kriegt die Jinx einfach nicht. Der Flash von Wukong. Das Ignite reicht am Ende. Und jetzt vielleicht mit Pike Ult Resets und Caitlyn kriegt man. Ne. Da kriegt man nichts. Oh, Pike geht fürs Play, kriegt das Barrier. Das hat nicht gereicht. Der Ignite-Tick wurde durch Barrier blockiert und dadurch hatte die Ult-Damage nicht gereicht. Das ist ein Desaster. Beide Summoners dafür benutzt. Und das ist jetzt auch Soul. Soul für Nemesis Squad. Ich würde gerne sagen, dass es mattert, aber irgendwie sehe ich nicht. Also. Ich sehe den Value von der Cloud Soul hier nicht so wirklich aktuell. Aber mal schauen. Ich würde es auch nicht auf der Seite von OSGG hier sehen, aber trotzdem. Obwohl da vielleicht sogar mehr wegen Wukong Ult. Ich glaube, Vladimir würde auch gerne nach seiner Ult noch ein bisschen Movement Speed kriegen. Oh, dann sei das. Pff, whatever. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die Teamfights liefen halt vorher schon nicht so gut. Und ich sehe jetzt halt nicht den Punkt, dass es jetzt auf einmal gut laufen sollte. Ich meine, Gold ist noch eben. Aber die Teamkombo ist halt einfach schwerer zu spielen. Pike wird engaged, aber er kann einfach wieder rausdashen. Ach Mann.
Wo kommen wir jetzt an Gang? Findet die Soraka? Aber Soraka halb tot, aber sie hat da 3 Mann, 4 Mann. Oriana ist da auch noch oben. Und Diana, oh, die Soraka steht aber durch die Leine und jetzt Pike ist auch drin, aber die Diana und Klatsch des Todes. Jinx tankt den Turm, aber das reicht nicht. Und jetzt vielleicht noch die Ori auf Seiten von, ja, auf Seiten von Camille, aber das war es auch. Ein Quadra-Kill für die Diana. Und ich habe ihn kritisiert, dass man vielleicht Ori gepickt hätte, aber ich nehme alles zurück. Die Diana rasiert hier gerade komplett. Komplettes 1v9 von, also die spielt so gut, der Pick hier. Und ich weiß nicht, warum der so gut hier funktioniert, um ehrlich zu sein. Aber er funktioniert. Denkt Diana Broken, I guess. Ja. Aber, ich meine, das sieht sehr ähnlich aus, muss man auch sagen, wie letztes Game. Faker Gold liegt auch wieder eine 26 Minuten ungefähr. Diesmal haben wir aber keine Hextech Soul. Aber man könnte, wenn man den Elder kriegt, könnte man vielleicht noch einen Fight gewinnen. Das ist ja der Vorteil, die Gegner haben jetzt Hextech Soul, haben jetzt die Soul Point, haben Soul genommen. Dadurch spawnt ja der Elder Dragon und den kannst du halt auch kriegen als Team. Und wenn du den kriegst, dann kannst du auch einen Teamfight gewinnen hier. Bin ich mir sehr sicher. Denn er geht wieder hier auf Pike, aber Pike dasht einfach wieder raus. Und jetzt fightet man hier um Vision? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum man hier fightet. Pike chase die Diana, aber wird einfach angegangen. Und die Moonfall trifft Caitlyn und Pike und sterben einfach beide. Midlane wird jetzt auch angegangen. Jinx, Rock, Hilt reicht leider gerade so nicht. Call of the Forge wurde nicht benutzt. Kann man jetzt einfach zu 5 die Midlane runterrennen? Man hat die Frontline, OSG hat nicht wirklich Wave Clear. Vielleicht ist das einfach der Finish Push? Mit Jinx Resets, maybe. Okay, man traut sich nicht, man schaut jetzt noch für die Toplane. Tier 2, eventuell in der Turm. Sieht nicht so rosig aus. Ja, der Tier 2 Topner wird auch noch fallen. Jetzt ist die Frage, wie setzt man? Man hat noch eine Minute Nash. Oder 30 Sekunden. Sorry, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Ich habe eine Minute. Oh, Oriana hat kein Nash mehr gehabt und ist dafür jetzt einfach tot. Trifft auch der 3-Mann-Shop. Pike Ulf wird auch noch benutzt, aber. Ja. Kein Nash-Backport. Das heißt, man war da 4 Sekunden länger als die anderen. Vielleicht hat man sogar noch später den Report, den Backport gechannelt und dementsprechend war man einfach so oder so schon später. Guter Catch. Macht's einen Unter. Also es ist relevant, ne? Weil es ist Gold. Gold ist immer nice to have. Shadow Flame jetzt auch noch auf seinen von Diana. Die macht jetzt so viel Damage. Das ist richtig scary. Seht ihr Midlane gepinkt. Pike schaut hier von der Jinx. Dreht aber wieder ab. 1,5 Minuten Dragon. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warum jetzt schon um Dragon getanzt wird. Ein bisschen sure, aber er hockt die Diana. Ich weiß nicht, ob du das unbedingt willst. Ja, Camille geht aber rein. Muss aber direkt wieder raus. Rough, eine Minute bis Elder. Will man das Contest? Man hat Collector gebaut auf Caitlyn. Einfach mal. Pike hat jetzt vielleicht noch sein Mythic on Base. Ist dann noch 30 Sekunden bis Elder Dragon. Wenn man den kriegt, könnte man vielleicht noch gewinnen. Das Bett ist jetzt fertiggestellt auf Seiten von Pike. Und man ist eigentlich in einer decent Flank-Position, aber ich meine, letztendlich könnte Nemesis Squad auch einfach runterrennen, glaube ich. Oh, Diana wird vielleicht angegangen. Nee. Ja, Movement. Ich glaube, man kriegt ein bisschen Movement Speed durch IW. Und jetzt wird zum Elder Dragon gegangen.
OSGG ist gerade ein bisschen gesplittet, während Nemesis Squad hier zu fünft in, als eine Einheit ja schon da reinläuft. In den Pixelbusch. Und jetzt wird hier. Ui. Das ist eine Trap. Finden Sie die Trap. Sehen Sie die Trap. Oh, Soraka clear den Ward. Und dadurch werden alle im Busch aufgedeckt. Yikes. Der Ward hat nichts gesehen. Der wird direkt. Also, der sieht den noch nicht im Busch. Aber dadurch, dass Soraka outcheckt hat. Jetzt kann man auf den Flank. Elder Dragon wird angefangen. Die sind sehr gesplittet. Zwei Leute top, zwei Leute bot. Sehr, sehr komischer Fight. Okay. Nemesis Squad schaut. Versuchen aufs Kamel zu turnen. Call of Forge Cup wird geholt. Trifft auf Kamel. Und jetzt. Oh, was ist das für ein Fight? Orianna Ult trifft drei Mann, aber. Ja, okay. Ja, ja. Das war's. Ich glaube, sie könnten finishen. Gehen sie? Ja, sie gehen für Finish. Sehr, sehr komisch. Also. Ich weiß nicht, warum man sich da so gesplittet hat. Ja, das verwirrt mich ein bisschen. Ist so Raka-Flash. Muss zuerst am nächsten sein. Ja, also ich weiß nicht, warum man sich da so gesplittet hat, aber das ist das Game. Das ist das 1:1, die finalen 1:1 für Red Mars. Können die Jungs und Mädels sich einfach mal 2:0 spielen? Was ist das denn? 1:1, 3:1, 1:1. Meine Güte. Aber ja. Klingt runtergespielt. Ein 10 gute Diana von Seiten von Nemesis Squad. Sehr clean gespielt. Hat mir gut gefallen. Auch, also. Allgemein, die Kombo im zweiten Game hat mir um einiges besser gefallen als im ersten Game. Ich glaube, das erste Game hätte Nemesis Squad auch gewinnen können, aber. Durch den einen oder anderen Catch lief das dann doch nicht mehr so gut auf einmal. Und ich schaue nochmal, ob ich wieder euch ein bisschen Dingens geben kann. Wie heißt es? Ein bisschen Postgame Statistik. Oder ob Red Games da wieder Nein sagt. Ja, angeblich. Maybe. Works. Let's see. Let's see. So. Da. Ja, der Tank dahin, aber. Na, Tank. Sie hat einen Tank ein Mythic gebaut. Aber trotzdem, ja, also das war eine recht einseitige Kiste, muss man sagen. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, wieso OSGG teilweise so ein Gold-Lead hatte. Aber war halt wahrscheinlich durch CS, obwohl Jungle CS eigentlich auch die ganze Zeit im Favor von Nemesis Squad war. Sekunde. Mir fällt gerade auf, dass. So. Ja, Dragon, also da war halt einfach clean runtergeschaut. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass OSGG wirklich das Lied, den Lead hatte. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Nemesis Squad hatte einfach die Hosen im Game. Hatte die ganze Zeit die Richtung bestimmen können. Konnte die Plays machen, die sie wollten. Das war gut runtergespielt. Das sieht man auch am Damage. Also, der Unterschied vom Damage zwischen Wukong und Diana ist halt immens. Fragt sich natürlich, wie viel Damage hat PTA gemacht? Vielleicht können wir da eine Antwort kriegen, ob das überhaupt, was für eine Secret Hidden Tactic das war. Und wie viel Damage das letztendlich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Tim im Chat ist und das eben kurz beantworten könnte. Das interessiert mich nämlich sehr. Ja, also es war eine einseitige Kiste, das zweite Game. Erste Game hätte vielleicht auch schon so laufen können, aber durch einen anderen Catch nicht. Und schauen wir uns mal das hier an. Das sehen wir halt schon. Also, der Goldunterschied auf der Midlane war, auf der Jungle-Position war halt immens. Die CS-Zeit stimmen, glaube ich, nicht ganz. Ich bezweifle, dass 40 und 22 CS stimmen. Ich glaube, das sind einfach die Anzahl an Camps. Ich glaube, das wird hier nicht vernünftig umgerechnet. Können wir mal 4 nehmen, vielleicht, wa? Also 160 und 88. Ja, also das passt schon eher. Müsst ihr euch vorstellen.
Tim, ich habe dich gefragt, wie viel Damage PTA gemacht hat, beziehungsweise was der Sinn hinter PTA war. Ja, aber na gut, 1-1 ist im Ausgang. Ist okay. Man hätte sich wahrscheinlich ein 2-0 gewünscht, aber trotzdem lieber ein Sieg als keinen Sieg, nicht? Ich wusste es, ich hab's mir schon gedacht, aber ja. Ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, die das Conqueror, aber naja. Nice, wäre vielleicht trotzdem nice to have gewesen. Okay. Dann sind wir aber jetzt auch fertig mit dem. Habe ich selbst gleich meine Hausarbeit weitergeschrieben. Yikes. Ja, Prioritäten müssen gesetzt werden. Na gut. 349 Total Damage, das ist nicht so viel. Muss ich dir leider sagen. Ich weiß nicht, ob das so wild war. Naja. 1-1 ist okay. Nächstes Mal spielt man gegen. Ich kann mal gucken. Kann man zusammen vielleicht auch gucken. Nächstes Mal. Gegen wen spielen wir dann nächstes Mal? Und muss eben raussuchen. So, gegen wen spielen wir denn? Nächstes Mal spielen wir gegen. Wo sind wir denn? Da. Sigma GmbH. Die sind auch da, so wo wir ungefähr sind. Also, vielleicht auch ein Even Match. Mal schauen. Die spielen, haben die schon gespielt? Die spielen jetzt gleich. Okay. Aber ich bin gegen MUA, die sind ein bisschen. Die sind recht gut, musste ich leider an meine eigene. Muss ich leider selbst feststellen. ja. Na gut. Dann sehen wir uns vielleicht, hoffentlich, maybe, eventuell. Mal schauen, nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Geht nicht zu weit raus, trinkt viel. Das war und tschüssi.